WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Das Land wird im Februar an der geplanten gemeinsamen Antiterrorübung von Polizei und Bundeswehr teilnehmen. Das hat Innenminister Thomas Strobel heute in Stuttgart bestätigt. Für den Fall groß angelegter Terrorlagen müsse die Zusammenarbeit von Polizei und Bundeswehr geübt werden. Dies sei gesetzlich unter bestimmten Bedingungen bereits jetzt möglich. In einem Ernstfall werde die Bundeswehr nur auf Wunsch und unter Leitung der Landespolizei agieren, so Strobel. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte bereits kürzlich seine Zustimmung signalisiert, wenn sich ein solcher Bundeswehreinsatz im Inneren innerhalb der grundgesetzlichen Regelungen bewege. Indessen kommt von der grünen Landtagsfraktion Widerspruch. Deren parlamentarischer Geschäftsführer Skerl sagte, die Übung sei noch lange nicht beschlossene Sache. So funktioniere Koalition nicht. Die Landes-SPD forderte Innenminister Strobel auf, das Land nicht zu einer verfassungsrechtlich bedenklichen Spielwiese zu machen. Die Landesregierung will für anerkannte Flüchtlinge in der kommenden Woche eine sogenannte Wohnsitzauflage einführen, so Innenminister Thomas Strobel, CDU, am Dienstag in Stuttgart. Eine solche Auflage könne eine gleichmäßige Verteilung der Asylbewerber gewährleisten und Ghettobildungen verhindern. Eine freie Wohnortwahl führe hingegen zu Ungleichgewichten und erschwere die Integration. Sprachkurse, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten im ländlichen Raum blieben dann ungenutzt, während es in Ballungsräumen dann Probleme gäbe. Anerkannte Asylbewerber, so Strobel, die bereits eine Azubi-Stelle oder eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle haben, blieben ausgenommen. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands, BSBD, fordert 230 Stellen mehr im Strafvollzug. Die Gewerkschaft moniert, dass das Land bei der Betreuung von Häftlingen im Vergleich mit den westdeutschen Flächenländern hinterherhinke. Deshalb sei die Forderung von Landesjustizminister Guido Wolf nach 117 Stellen mehr nur ein erster Schritt, so Landeschef Alexander Schmid. Die Gefangenen würden in Baden-Württemberg eher verwahrt als betreut. Schmid kritisiert zudem, dass 3 bis 4 Gefangene statt nur 2 teilweise in einer Zelle seien. Das führe zu Spannungen, die sich dann in Aggressionen gegen Beamte entlüden. Der Amtsantritt des früheren Rottenburger Oberbürgermeisters und Wissenschaftsministerialdirektors Klaus Tappeser, CDU, als neuer Regierungspräsident im Regierungsbezirk Tübingen verzögert sich weiter. Hintergrund ist das noch immer laufende Widerspruchsverfahren des derzeit noch amtierenden Regierungspräsidenten Jörg Schmidt, SPD. Zwar hatte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof Schmidts Klage gegen die Ernennung eines Nachfolgers als unzulässig abgelehnt. Das eigentliche durch Schmidt angestoßene Widerspruchsverfahren im Innenministerium laufe aber noch. Frühestens Ende September sei die entsprechende Prüfung abgeschlossen. Fast 40.600 junge Menschen beginnen heute bei einem baden-württembergischen Industrie-, Handels- oder Dienstleistungsbetrieb ihre Berufsausbildung. Die Industrie- und Handelskammern im Land haben damit zum 31. August rund 400 Lehrverträge mehr eingetragen als zum selben Stichtag des Jahres zuvor, ein Plus von 1%. Die Kammern registrierten damit zum zweiten Mal in Folge eine Zunahme bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Trotzdem haben vor allem kleine Betriebe nach wie vor große Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen, so Andreas Richter, Hauptgeschäftsführer der IHK-Region Stuttgart. Wegen stagnierender und mittelfristig weiter sinkender Schulabgängerzahlen müssten die Unternehmen sehr viel Engagement aufbringen, um überhaupt Schülerinnen und Schüler für die Ausbildung gewinnen zu können. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident und deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger, CDU, hält einen Austritt Großbritanniens aus der EU noch nicht für abgemacht. Er würde jedenfalls nicht mit hohen Einsätzen auf den Brexit wetten, so Oettinger gegenüber der Bild-Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe. Zwar gehe die EU-Kommission davon aus, dass der Ausgang des britischen Referendums bindend für die Regierung in London sei. Er halte es aber für möglich, dass sich die öffentliche Meinung drehe, wenn sich die wirtschaftliche Lage infolge des Brexit-Votums in Großbritannien verschlechtere, so Oettinger. Die baden-württembergische Polizei kooperiert jetzt stärker mit Georgien. Hintergrund ist laut Innenministerium der starke Zuwachs bei georgischen Tatverdächtigen. Innenminister Thomas Strobel, CDU, und sein georgischer Kollege Georgi M. Gebrschwili unterzeichneten einen entsprechenden Kooperationsvertrag. Man sei sich einig, gezielter gegen Einbrecherbanden und organisierte Kriminalität vorzugehen, so Strobel. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Heiter bis sonnig, so präsentiert sich das Wetter in Baden-Württemberg am Freitag. Vor allem im Südwesten und am Bodensee ist der Himmel wolkenlos. Ansonsten gibt's leichte Bewölkung.
Das Ganze bei 28 Grad am Oberrhein, 27 Grad am Neckar von Reutlingen bis Heilbronn und 23 Grad im Schwarzwald. Auch der Samstag ist heiter bis wolkig und noch etwas wärmer. Das Thermometer zeigt 30 Grad in Karlsruhe, 28 Grad in Stuttgart und 24 Grad in Albstadt.